leave us, just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time, meinem Re-Let's Play. Wir sind angekommen mittlerweile im Schattentempel, haben so gut die Hälfte durch oder so und sind jetzt hier in einem weiteren Raum, wo unter anderem auch zwei Kisten sind. Wir versuchen sie mal zu finden und zwar mit dem Auge der Wahrheit, das wir ja auch brauchen in diesem Schattentempel, ja. Und deswegen, vielleicht schaffen wir es sogar noch in diesem Part, wenn ich mich nicht so blöd anstelle, vielleicht schon zum Endboss, denn werden wir nicht schaffen in dem Part den Endboss, aber vielleicht schaffen wir es ja zum Endboss-Raum vorzudringen, sagt man das, sich vorzuarbeiten, ach keine Ahnung, ihr wisst was ich meine, ich sag mal so, zu dem Raum hin zu gelangen, so, das ist einfacher, wir müssen erstmal diese Mumien zerstören, die weißen Mumien sind irgendwie lästiger als die braunen, weil ihr seht das, die weißen, die können einen auch attackieren, deswegen müssen wir die schnell umbringen. Ach, das ist doch scheiße, ey, wenn du dann immer wieder hypnotisiert wirst. So, jetzt hat das sein Ende, wow. Also, der Kuck hätte ja auch mal Bescheid sagen können, wenn er uns attackiert. So, jetzt kommt dasselbe. Cool, der ist durch uns durchgeflogen. So, jetzt müssen wir einfach draufschlagen. Da hilft alles nichts, da hilft kein Heulen. So, zack. Weil nur dadurch öffnet sich nämlich die Tür. Kriegen wir eine weitere Kiste, wo hoffentlich ein weiterer Schlüssel drin ist. So, und dann können wir auch schon weitergehen. Schnurstracks. Mit den Gleitstiefeln an den Füßen, die wir brauchen werden. Ne, nur 5 Rubine. Ansonsten war hier keine weitere Kiste. Nicht, dass ich jetzt was übersehe. Ich gucke auch nochmal mit dem Auge der Wahrheit. Weil in dem Schattentempel weiß man ja nie. Nein, okay, hier war nichts mehr. Dann gehen wir ab. Durch die Schlüsseltür. Und dann in den nächsten Raum rein. Und ich denke mal, wir sind schon so halb. Oh ja. Okay, wenn wir in dem Raum sind, sind wir auch schon fast am Ende des Schattentempels, sage ich mal, angelangt. Wir brauchen jetzt als nächstes mal unsere Ocarina. Können wir mal die Bomben wegtun und die Pfeile, denke ich mal, brauchen wir auch, ja. Alles klar. So, zunächst mal müssen wir den Block hier verschieben. Ja, und gleich kommt eine richtig coole Szene auf dem Schiff. Also wie ich finde, es ist eine sehr epische und eine sehr gruselige Szene auf jeden Fall. Ja, passt so richtig zum Schattentempel. Ja, Schattentempel ist ja der Tempel voller Geister und Schatten und Kreaturen und hast nicht gesehen. Und ja, ihr hört noch eine goldene Skulptur irgendwo an den Wänden. Die holen wir uns natürlich auch gleich. Sobald wir den Block hier verschoben haben. Bis nach vorne zur Leiter. So. Puh. Komm. Ja, so ein Block ist ganz schön schwer, ich weiß. Aber es muss getan werden. Und wir haben es ja auch nicht mehr so weit. Ne? Also ich sag mal, der Schattentempel ist vielleicht von seinem Aufbau her der am leichtesten zu durch. Gehende, weil du musst halt nicht mehr zurück irgendwie, so wie beim Wassertempel zum Beispiel, wo du verschiedene Etagen hast und verschiedene Räume, wo du nochmal zurück musst. Das ist im Schattentempel gar nicht der Fall. Genauso im Geistertempel, glaube ich, auch. Aber das werdet ihr dann sehen, denn Geistertempel mache ich übrigens zum Schluss, weil Geistertempel ist mein Lieblingstempel hier in dem ganzen Spiel. Vielleicht neben dem Feuertempel auch nochmal. So, jetzt die Frage. Ist unser Enterhaken? Jawohl, natürlich ist unser Enterhaken so lang, dass uns diese Skulptur auch noch getrost schnappen. Zack, eine goldene Skulptur, da haben wir schon richtig viele. Müssen wir bald mal im Spinnenhaus wieder vorbeischauen. In Kakariko. Wenn wir nämlich eine bestimmte Anzahl von Spinnen wieder freigeschaltet haben, dann wartet wieder eine schöne Überraschung. So, jetzt spielen wir erstmal natürlich wieder Zeldas Wiegenlied, damit das Schiff in Bewegung kommt. Und jetzt seid mal gespannt, was gleich passiert nach diesem tollen Lied. So, die Glocken erklingen vom Schiff. Vom mysteriösen Schiff. Und nun setzt sich das Schiff in Bewegung. Nichts für Seekranke. Also ich könnte dann echt nie drauf. Ich bin ein bisschen seekrank. Jetzt nicht so. Aber guck mal, wir haben noch hinten einen schicken Anhänger. Den lassen wir zurück und das Schiff bewegt sich. Und wir müssen jetzt... Ja, werden wir gleich noch sehen. Wir werden gleich Besuch bekommen von oben. Oder? Jawohl. Wir bekommen Besuch von oben und wieder von unseren Freunden, den Knochenjägern. Oder den Knochenfightern hier. Den war schon im Wald... Tempel und im Feuertempel auch schon begegnet sind, weiß ich gar nicht mehr. So, auf jeden Fall wird mit der Zeit auch gleich noch ein zweiter runterkommen. Wir müssen uns nämlich ein bisschen beeilen. Da ist er auch schon, der zweite. Wir haben gerade von dir gesprochen. Ihr seht, da hinten geht's gleich nicht mehr weiter, aus gutem Grund auch. Und deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten hier. So, haben wir beide getötet. Sorgt dafür immer, dass ihr die beiden getötet habt vorher. Also hier ist... Wir können uns hier nochmal umschauen, hier gibt es nichts Besonderes, hier ist nur so ein Zwischenraum und hier müssen wir jetzt gleich wirklich aufpassen. Ich werde euch auch gleich die Szene zeigen, wieso und weshalb, warum, wir müssen nämlich jetzt gleich abspringen.
wir springen jetzt schon mal ab. Boah, mit Hilfe der Gleitstiefel klappt das auch perfekt. So, das Schiff fährt weiter und da hinten geht es ja nicht mehr weiter und es fährt auch nicht mehr zurück. Und wären wir jetzt noch die ganze Zeit auf dem Schiff geblieben, dann hätte Navi Folgendes gesagt. Und zwar, na, wo ist es? Stefan, das Schiff sinkt, spring ab, rette dich auf festem Boden. So, dann hätten wir noch ganz kurz Zeit gehabt und jetzt, wusch, das Schiff ist weg. Das Schiff ist in der Dunkelheit verschwunden, oh je. Und kommt nie mehr zurück. Und deswegen richtig schnell vom Schiff hier runter und dann habt ihr, ja, jetzt sind wir so gesagt im Vorraum vom Endboss. Und zwar da hinten seht ihr noch eine Schlüsseltür, da geht's dann schon zum Endboss. Also, ja. Wir haben also den Schattentempel fast vorüber, wir haben ihn fast geschafft. Also im nächsten Part, denke ich mal, sollten wir zum Endboss gelangen. Wir brauchen ja aber noch den Masterschlüssel. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wir haben noch nicht den Masterschlüssel, den werden wir uns jetzt holen. Und zwar müssen wir hier nochmal in einen kleinen Nebenraum, wo es nochmal vier weitere Nebenräume gibt. Ihr werdet das gleich sehen auf der Map. Unten rechts, wir haben vier verschiedene Gänge. Die werden wir jetzt nach und nach abarbeiten. Aber hier sind auch Wände, unsichtbare Wände. Die werde ich jetzt zwar nicht aktivieren, weil ich die Kraft sparen muss, aber ihr merkt das ja. Hier, zack, hier geht's nicht weiter. Hier geht's, oh, hier geht's auch nicht weiter, ganz außenrum. Oh, da ist eine Hand, da ist eine Hand. Und zwar machen wir das jetzt Raum für Raum. Also wir gehen einmal im Uhrzeigersinn, oder, nee, wir gehen gegen den Uhrzeigersinn. Und hier ist das, oh, da ist eine Holzwand. Und jetzt zeige ich euch, wofür wir auch Dienst Feuerinferno spätestens gebraucht hatten. Achtung, die Wände sind aus Holz. Und Holz und Feuer kombiniert ergibt Folgendes. Zack, burn. Burn. Oh, da hinten. Oh. I'm so sorry. Okay, der brennt nur. Der ist noch nicht tot. Wir müssen nochmal draufhauen. Okay. Gut, wir holen uns jetzt erstmal die Kiste hier. Da gibt es auch, glaube ich, eine Rubine. Oder gibt es da einen Schlüssel? Nein, da gibt es eine Rubine. Okay. Auf der anderen Seite, da ist nämlich der Masterschlüssel, der noch bewacht wird von der Mumie. Aber komm, die Mumie wird uns jetzt nichts mehr anhaben. Die wird uns auch nicht mehr anspringen, hoffentlich. Nein, das machen nur die Weißen, wenn dann schon. So, der vorletzte Masterschlüssel in dem jeweiligen Tempel. Wir kriegen ja noch einen Masterschlüssel in dem Geistertempel, aber jetzt auf den Schattentempel bezogen. Zack, haben wir den Masterschlüssel. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen normalen Schlüssel, damit wir in den Raum kommen. Ja, so gesagt, in den Vorraum vom Endboss. Quasi, sag ich jetzt einfach mal. So, hier müssen wir. Da ist bestimmt wieder eine Wand. Hier geht's. Ja, hier geht's rum. Hier geht's rum. Hier will ich auch lang. So. Jetzt gehen wir einmal hier rein und in so einem Raum waren wir auch schon mal, jetzt aber diesmal mit drei Totenköpfen. Da gehen wir wieder ganz nach oben. Ich wechsle mal kurz die Gleitstiefel. Ah, die Gleitstiefel zu den Lederstiefeln. Sehr nice. So, dann müssen wir natürlich da hochgehen wieder. Jetzt brauche ich doch wieder die Bomben. Ja, das ist es, wenn man nicht vorbereitet ist auf den Part. Ja, so ist das hier. So, aber ist ja nicht schlimm. Wir sollten das, wie gesagt, noch in den Vorraum auf jeden Fall schaffen, wo dann der Endboss ist. Und dann machen wir im nächsten Part den Endboss vom Schattentempel, dann haben wir so ungefähr vier Parts vielleicht nur gebraucht für den Schattentempel. So, das haben wir leider nicht geschafft. Natürlich funktioniert das jetzt nicht wieder im Let's Play. Einmal den ersten Totenkopf, den zweiten Totenkopf und in den dritten, ja, in den dritten Totenkopf. Da war nämlich der Schlüssel drin. Und eine Skutula noch. Oh nein, oh, Rubies, aber wir können leider keine mehr aufnehmen. Das ist es ja. So, hier war irgendwo der Schlüssel, hier war irgendwo ein Schlüssel. Mir war so, als wäre hier irgendwo ein Schlüssel gewesen. Oder waren hier nur Rubine drin? Oder ist dieser Raum nur gut für die Skutula? Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich gucke gerade nochmal nicht, dass ich mich irgendwie vertue. Und hier war wirklich ein Schlüssel? Nein. Gut, dann war hier kein Schlüssel, aber eine Fledermaus. Aber eine Fledermaus, die kann uns jetzt nichts mehr anhaben. Gut, dann war dieser Raum nur gut für die Skutula. Habe ich mich doch vertan. Dann bleibt nur noch der eine Raum da hinten, wo wir anscheinend wieder kämpfen müssen. Den würde ich sehr gerne umgehen eigentlich. Dem Gegner, die sind sehr nervig. Die Hände, die magischen Hände. Hier kommt man durch, okay. Gut, einmal hoch. Und kämpfen wir nochmal gegen so einen Blutsauger. Nein, aber hier drin ist ebenfalls eine Hand. Dort seht ihr das, oder? Genau. Ein bösartiger Bodengrabscher. Sobald er sich aufteilt, zerstöre die kleinen Grabscher, bevor sie sich wieder vereinigen. Da brauchen wir nochmal das Auge der Wahrheit. Das berühmte Auge der Wahrheit. Um sie zu sehen. So, da haben wir ihn. Und zwar machen wir das jetzt hier einmal so. Und einmal so. Haben wir alle drei? Ja, alle drei auf einmal. Normalerweise funktioniert das bei mir nicht beim ersten Mal. Aber okay. Die letzte Kiste, glaube ich, die wir in diesem Part
bekommen oder allgemein in diesem Schattentempel, nicht Geistertempel, sondern Schattentempel bekommen. Müsste ein Schlüssel sein, so ist es, also hätten wir auch gleich einmal links gehen können, aber einmal links ist auch gleich dreimal rechts, ne? Oder dreimal rechts ist gleich einmal links. Das heißt, wir kehren wieder zurück. Hier, oh nein, hier ist noch eine Wand, hier jetzt aber, hier müsste das sein, ja. Hier müssen wir jetzt einmal rumgehen. Das muss ich nochmal umswitchen. Ich rüste mich am besten schon mal aus. Was machen wir denn? Das brauchen wir auf jeden Fall dann für den Endboss. Und ich brauche leider wieder die Gleitstiefel. Geht leider nicht anders. Auf jeden Fall, wenn wir dann zu dem Endboss gelangen wollen. Beim Endbossraum brauchen wir die Gleitstiefel gar nicht. Dann nehme ich wieder die Lederstiefel. Ich zeige euch auch dann, warum. Ich zeige euch auch, warum die Gleitstiefel nicht so sinnvoll sind für den gleich anstehenden Endboss oder im nächsten Part dann der anstehende Endboss. So, hier habe ich auch früher als Kind sehr lange dran gesessen und überlegt, wie kommt man denn auf die andere Seite. So, da sind die Bomben und da ist eine Statue. So, und wer sich denn erinnert an Dodongos Höhle, da hatten wir das auch schon mal so ähnlich. Das funktioniert gleich nach dem ähnlichen Muster. Da hatten wir auch so eine Riesentreppe, die sich da nach unten gefahren hat und ringsherum waren viele Blumen, diese Donnerblumen. Und da mussten wir ja einfach nur eine Bombe hinlegen und die haben sich dann selber entzündet. Und so müssen wir das hier auch machen. Wir müssen erstmal einen Pfeil in die Bombe schießen, damit eine Kettenreaktion entsteht, damit die Statue ringsum, ja, zerstört wird, quasi rausgeschoben wird. Und Achtung, Achtung, oh, da haben wir doch mal Glück gehabt. Aber der ist ja voll durch uns durchgegangen mit seinem Schnabel eigentlich, ne? Uiuiui. Ui, ui. Naja, okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Zack, so einfach kommt man hier rüber. So, nochmal kontrollieren, ob wir hier voll haben. Gibt es hier eigentlich nochmal eine Fee? Ich glaube, hier gibt es auch noch eine Fee, die man sich holen kann. Nein, hier gibt es nur Pfeile. Auf jeden Fall kann man hier nochmal seine Pfeile aufbessern. Da oben gibt es nur Herzen, glaube ich. Da braucht man halt die Vogelscheuchenpolke, die wir bis dato leider immer noch nicht gespielt haben. Aber wenn wir sie bis jetzt auch nicht gespielt haben, dann spielen wir sie, glaube ich, nie. So, also das war der Schattentempel. Ja, er war nicht sehr groß, er war nicht sehr schwierig, aber er muss halt gemacht werden. Das ist so mein Fazit. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den vorletzten Raum und vor die Endboss-Tür. So, und ohne. Und spätestens hier hättest du das Auge der Wahrheit gebraucht, weil sonst hättest du diese versteckten Wege nicht gefunden. Sonst hättest du dir gedacht, oh, da kommt man ja gar nicht hin. Aber hier kommt man doch hin. Oh, 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 bloß nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Eieiei. Guck mal, ich schwebe. Hui. So. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Oder ein Abonnement. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Und dann machen wir den Endboss vom Schattentempel und dann haben wir nur noch einen einzigen Tempel, ein einziges Gebiet, was aber mit das beste und das geilste Gebiet ist im ganzen Spiel, finde ich auf jeden Fall hier in diesem Spiel. Also, macht's gut, schönen Tag noch und ciao!